Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, wir haben im letzten Part haben der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer beigewohnt und uns versucht, therapieren zu lassen. Allerdings müssen wir noch ein paar Infos über König Adrian herausfinden, damit das Ganze auch funktioniert. Denn wir haben da die typischen Fragen wann wurdest du beim Sportunterricht ausgewählt? Welche Farbe hat dein erstes Haustier, hätte dein Haustier gehabt, wenn es das und das wäre? Und so. Und ja. Deswegen. Warte mal, ich will mal ganz kurz eine Sache probieren. Bevor wir jetzt hier nochmal irgendwie rumlennen. Ich hatte ja beim letzten Mal. Wir haben ja dann auch noch die Schaufel für den vom guten Barmann entwendet und sie dem guten Typen, der unten gräbt, gegeben. Ich weiß seinen Namen immer noch nicht, aber schon okay so. Und der hat uns jetzt ein bisschen Tonerde ausgegraben, das heißt, wir können Schüssel nachmachen lassen. So, ich habe nämlich gerade noch eine Sache. Ich habe ja schon geantwortet, wie König Adrian antworten würde. Bei der Gruppentherapie. Aber ich sollte vielleicht auch mal kurz ausprobieren, wie es denn wäre, wenn ich einfach richtig antworte. So wie es, wie die Wahrheit ist. Ob sie da irgendwas machen würde. Sehr interessant. Aber ja, bitte, wollen Sie... Ja, genau. Ich möchte auch noch kurz mitmachen. So, also ich bin immer noch König Adrian. Ich wurde als zweites ausgewählt. Und ich bin... Also ich hatte eine rote Katze. Rot. Rot. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir, okay. Wenn sie... Es funktioniert trotzdem nicht. Habe ich mir fast gedacht. Ha? Weil, wie gesagt, wir sollten ja schon so antworten, wie Adrian antworten würde. Und, naja. Er würde niemals zugeben, dass er Zweiter war beim Sportunterricht. So, wir können aber versuchen, jetzt einen Abdruck langsam zu machen. Und zwar ist der Ton noch sehr trocken. Das lässt sich aber ja sehr leicht beheben. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die Treppe hochgegangen bin. Ich kann doch einfach... Moment. Ich gehe nochmal in die Küche und mache da den Ton nass. Im Endeffekt ist es egal. Wir hätten auch gleich noch rumgehen können zum Klo, weil da ist ja auch ein Waschbecken. Aber was soll's, wenn wir schon mal hier sind. So, mit Spüle. Cool, jetzt habe ich Matsch. Yes, we love some good Matsch. Dann gehen wir jetzt nach oben und holen uns den Schlüsselabdruck. Das Problem ist, wir brauchen aber immer noch Gold. Wo bekommen wir Gold her? Ah, ich weiß, woher wir Gold bekommen. Ja, von Adrian, die Goldmedaille. Aber wie komme ich... Also dafür müssen wir ihn halt wirklich therapieren. Aber wie? Wir konnten ihn ja bis jetzt nicht drauf ansprechen. Das ist halt das Problem. Aber vielleicht, wenn wir jetzt einmal das richtig gemacht haben, können wir ihn jetzt drauf ansprechen. Ich werde gleich mal nochmal bei ihm vorbeischauen. Und dann gucken wir mal. Aber erstmal machen wir uns den guten Abdruck. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Okay, wir haben einen wundervollen Abdruck. Aber uns fehlt ja noch Gold. Dementsprechend müssen wir König Adrian besiegen. Und dafür müssen wir ihn erstmal therapieren. Beziehungsweise seinen Hintergrund erfahren. Das heißt, wir gehen wieder nach unten. In den Keller. Ich speichere mal ganz kurz eben. So, dann gehen wir kurz runter zu ihm wieder hin.
So. Das sieht gefährlich. Egal. Wofür wir den Kleiderbügel brauchen mit Nummer 1, weiß ich immer noch nicht. Aber schön, dass wir ihn haben. Da kommt der nächste Ausgang. Dum, dum. So. Hallo, König Adrian. Hello, hello. Can we talk about some stuff, please? So. Um noch von der Gabe zurückzukehren. Nee, okay. Ich will nochmal versuchen. So sei es, Kofferzahl. Es wird nicht funktionieren. Ja. Okay. Ah, guck mal, warum verliere ich eigentlich ständig? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Perfekt, das sollte man immer tun. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Um nochmal. Wann ist die. Oh. Okay, können wir jetzt vielleicht irgendwie mit jemandem talken darüber, dass wir Blitze hey, wollen? Alu. Hallo, Edna. Was für dich. Nochmal auf König Adrian. Ah, guck mal. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Den haben wir natürlich schon. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Okay. Sprechen wir über... Ich muss... Pass. Hier hast du den besseren Kleiderbügel. Nummer 1. Mit Alman. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Wir waren ja schon oft genug da, ne? Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Uiuiui. Ui. Da haben wir auch die Antwort bekommen, wofür wir den Kleiderbügel brauchten. Den besseren. Da kommt der nächste. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr schön. Okay, dann gehen wir hier hoch. Dann speichere ich noch einmal ganz kurz. So, und dann gehen wir weiter. Nach oben zur Schocktherapie. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie es funktionieren soll.
du. So, noch ein höher und da ist es schon. Uiuiui. Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Hm. Hurra. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich... Zu spät. Hauptsache, Harvey hat auch ein Skelett. Na, das war ja was. Ja, das scheint dir aber ganz gut zu gehen, ne? Es scheint dir dabei ganz gut zu gehen. Okay, dann versuchen wir es noch einmal, den Guten zu besiegen. Ich bin ja mal gespannt, ne, ob das jetzt funktioniert. Diese langen Odenwege sind immer so schlimm. Ich freue mich sehr, wenn wir den Generalschlüssel haben und wirklich Türen öffnen können. Weil hier sind schon einige Gitter, die wir halt nicht öffnen können, weil einfach Schlösser vorhängen. Es wird deutlich angenehmer, wenn wir nicht immer den Wäscheleff nehmen müssen. So. König Adrian. So, wie bist du bereit? Ich will es noch einmal probieren, mein Lieber. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Meiner Thron. Aha. Es ist Zahl. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Tja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt, halt, halt! Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Kopf. Moment, das... Tja. Kopf. Frechheit. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Wann ist... Ton. Ja. Ich will es noch... So, Kopf. Tatsächlich, jetzt ich nicht. Tja, das heißt... Ja, okay, das bringt uns nicht so viel. Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Gabe. Alles begann an diesem Tag. Ich kann mich nur vage erinnern. Ich reparierte gerade den Blitzableiter auf unserem Dach. Es gewitterte schrecklich. Und die Eisenrüstung, die ich trug, zwickte unangenehm. Immer wenn ich das Schild, auf dem in großen Buchstaben... Ich verspotte dich, Thor. Ich verspotte dich, Thor. Stand, von einer Hand in die andere wechselte. Dann erinnere ich mich nur noch an meinen Was genau er war, Typ ist wundervoll. Kann ich nicht sagen. Aber seitdem... Ach, das ist ein Traum. Das ist einfach nur ein Traum. Okay.
Heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zum Alumann und fragen nochmal nach, oder was? Was wir jetzt tun sollen. Ich würde es mal behaupten, ne? Da kommt der nächste. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. So, Alumann, hallo. Ich muss ganz kurz mit dir reden, mein Lieber. Denn leider können wir jetzt beide hell sehen, was auch nicht so viel bringt. Aber gut, er hat auch gesagt, ne, wie wir es zumindest mit ihm gleichziehen können. Das Problem ist halt, gleichziehen mit ihm ist halt nicht so praktisch, weil er muss ja verlieren. Und nicht, dass wir beide unentschieden haben. Weil das bringt uns ja auch nicht so viel. Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Zuckerrohrplantage, Europäische Raumfahrtbehörde, Parallelprogramm, Worte Hallo, den Kutscher, deine erste Zahnspange, Bodenfrosch, den Indianer aus Moby Dick. Ja, Raumfahrtbehörde. Du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde. Ja, fast. Das ist nah genug dran. Okay. Was nun? Können wir jetzt Therapie machen? Vielleicht ging die Therapie einfach vorher nicht und es war immer zum Scheitern verurteilt, egal was wir gemacht haben. Und jetzt müssen wir da hingehen und sagen, hier, Leute... Wir sind jetzt wirklich Adrian und dies und das. Ich bezweifle es tatsächlich, aber wer weiß. Guten Tag, ich möchte mich wieder hinsetzen. Genau. Genau, ich bin König Adrian. Ich war immer der Erste. Ich wurde beim als erst kommen wir zu was? Rot. 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 Der Fall ist, sie erzählt, wenn sie okay. Nicht gesagt. Schade. Ha? Dann weiß ich nicht weiter. Nochmal zu Adrian vielleicht? Ich bin sehr verwirrt gerade, was wir tun sollen. Das sieht egal. Du, 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 dumm. Down. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr gut. Okay, dann gehen wir kurz zu Adrian rein und gucken mal, was er noch so zu talken hat. So, wie bist du? Jo. Nö. Warum verliere ich ständig? Warum gewinnst du ständig? Was ist der Unterschied? Wann ist die. Oh. Okay. Warum verliere ich? Ja, dann ich. Okay, das kennen wir alles schon. Was mache ich denn nun? Hallo, Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher.
so süß, wenn er wütend ist. Okay, jetzt bin ich tatsächlich sehr verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was sie tun sollen. Wie komme ich an die richtigen Daten von ihm? Naja, gut. Da kommt der nächste Ausgang. Ich würde sagen aber, ich mache hier erstmal einen Cut für diesen Part von Edna bricht aus und wir gucken dann im nächsten Part, ob wir vielleicht herausfinden, was der gute, also wie wir den guten, Adrian, therapieren können. Und ansonsten würde ich sagen, ciao.